Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Reihe zu Flask. Heute wollen wir uns um diesen kleinen Schritt hier kümmern, nämlich wir wollen einen Parser gestalten, der dann die User-Anfrage, also sprich hier die Get-Argumente für uns auswertet und dann in was umwandelt, nämlich ein Dictionary, was wir auch benutzen wollen. Das hat einige Vorteile und die möchte ich kurz noch mit euch gleich bereden. Wir fangen aber direkt an, wir gehen... Also ich habe eine neue Datei erstellt unter Shop und dann Parsers, nicht unter Endpoints. Endpoints ist zu oder relativ klein eigentlich aktuell, weil wir nur die Products haben. Und ja, jetzt gehen wir einfach hierher und importieren mal wieder from Flaskgrass plus import RecParse. Ich sag oftmals aus Versehen RecParse mit G. Das tut mir leid, es wird mit Q geschrieben. Warum wird es mit Q geschrieben? Es steht für Request Parser. Oder Request Parse. Das ist die Abkürzung davon. Und ja, das kann verwirrend sein. Ist es für mich auch oftmals, weil RecParse würde ich als Regular Expression Parser interpretieren. Und ja, das ist halt. Aber gut. Wir wollen hier diesen Pagination Parser haben. Und deswegen sagen wir hier RecParse.RequestParser. So, und jetzt haben wir schon eigentlich den Parser, den wir hier benutzen wollen. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Jetzt wollen wir natürlich mehrere Argumente auf einmal auslesen können. Es soll egal sein, in welcher Reihenfolge die Dinge ausgelesen werden und so weiter. Das kann natürlich eigentlich normal Flask auch schon. Aber das Ding hat trotzdem Vorteil. Ich werde es euch gleich einfach mal zeigen. .addArgument. So, und jetzt können wir hierher gehen und können uns aussuchen, wie wir unser Argument nennen. In unserem Fall macht es natürlich Sinn, am Anfang irgendwie Page zu haben. Type müsst ihr angeben. Das wäre in unserem Fall eine Zahl, eine Ganzzahl, nämlich ein Integer. Es wird aber nicht verlangt, wenn man es nicht angibt, dann bekommt man einfach Seite 1 ins Gesicht. Das heißt, wir sagen hier required gleich false und default gleich 1. So, und für Swagger, weil wir so viel Swag haben, meine Fresse, ich muss damit aufhören. Für Swagger haben wir hier eine Hilfe noch, die euch sozusagen das Ganze angibt und die sagt in unserem Fall Page Number. So, nächster Schritt wäre das zweite Argument, denn wir können ja mehrere Seiten haben, aber wir können vielleicht auch mehrere Artikel pro Seite haben. Das ist so der Standard-Vorgehensprozess eigentlich, den man so hat. Das heißt, wir sagen hier .addArgument per Page und... Oder Items per Page haben wir es, glaube ich, auch woanders genannt. Ne? Deswegen lassen wir es mal einheitlich. Items per Page soll natürlich auch vom Typ gleich Int sein. Ihr könnt hier jeden Typ angeben, auf den ihr Bock habt. Aber ja, es macht vielleicht Sinn, das Ganze so zu setzen. Required machen wir auch nicht, denn wir geben hier auch einfach wieder einen Standardwert an. Wäre doof, wenn man was required hier. Default gleich, keine Ahnung, wie viele Items wollt ihr pro Seite haben? Sagen wir einfach mal 10. Okay. So, das ist jetzt von mir aus der Standardprozess. Was wir jetzt allerdings machen ist, wir gehen her, ich mache hier mal eine neue Zeile rein, und wir gehen her und sagen, wir brauchen nicht alles, ich schreibe es oftmals falsch, tut mir leid, und zwar Choices ist gleich. So, was bringt mir Choices? Ich habe jetzt zum Beispiel 10, nicht 320, 20 und 50 von mir aus. Und wenn jetzt der User irgendwas angibt, was anders ist als 10, 20 oder 50, dann wird hier einfach der Default-Wert genommen. Warum ist das gut und warum könnte das eventuell schlecht sein? Schlecht ist es natürlich, weil man dem User sozusagen ein bisschen Freiheit raubt, aber gut ist es gegen Angreifer. Denn wenn ihr von mir aus einen Shop betreibt, der so groß ist wie der von Amazon, dann habt ihr mehrere Millionen Items, okay? Nehmen wir einfach mal an, ihr habt 1 Million Items. Wenn jetzt ein Angreifer hergeht und sagt, ich will von dir 1 Million Items haben, dann rechnet das bei euch in der Datenbank wirklich, wirklich lange. Und wenn der Angreifer das Ganze dann noch als Distributed Denial of Service Angriff macht, sprich er sagt, ich will eure 1 Million Items sehen, und zwar auf der ersten Seite, sprich in einem Request, und das gleich mehrfach macht, dann lädt eure Seite sich zu Tode. Sprich, ihr seid ausgelastet, einfach nur dadurch, dass ihr hier nicht diese Choices habt. Deswegen ist es mega hilfreich, wenn man das auch noch hier angeben kann. Und deswegen finde ich diesen Pagination Parser bzw. Rec Parse an sich super hilfreich. Und ja, wir machen jetzt hier einfach mal Items per Page in die Beschreibung rein und dann passt die Sache auch so. Okay, und dann sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir hier in Products das Ganze verwenden können.
Wir importieren das Ganze, das heißt from REST plus API.API.shop.parsers import pagination parser as pagination. So. Und dann haben wir hier sozusagen festgelegt, was der User eigentlich hier reinschreiben soll und was nicht. Sinnvoll ist es jetzt allerdings trotzdem, das auch zu verwenden. Denn wir könnten es auch einfach ignorieren und weiterhin über unsere Argumente das Ganze auslesen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen das natürlich auch verwenden. Deswegen gehen wir jetzt hierher und sagen, unsere Argumente args ist gleich pagination Punkt. Und jetzt können wir hier über parse args einfach festlegen, wie unsere Argumente übermittelt werden sollen. Hier stecken wir einfach den Request rein und Pagination macht das komplett für uns. Jetzt kann man natürlich hier einfach sagen, ich möchte zum Beispiel meine Page auslesen. Das kann ich machen über args.get. So, und jetzt muss man hier den Schlüssel ausliefern. Page. Und falls es einen Fehler gibt, wollen wir eins haben. Also da sehen wir hier dieses Default. Das kann man hier verwenden, muss man nicht verwenden, weil wir haben ja sowieso schon im Parser an sich was eigenes oder einen Default-Wert gesetzt. Dann sagen wir hier Items per, ups, das sollte ein Bodenstrich sein, per Page ist gleich und können hier über args.get, wir können es natürlich auch updaten, wenn wir Bock drauf haben, wollen wir aber nicht, wir wollen es ja nur auslesen. Items per Page. Achtet darauf, dass natürlich hier auch immer festgelegt ist, welchen Namen dieses Ding hat. Das heißt, wenn ihr hier einen anderen Namen erwartet, als ihr hier angebt, dann habt ihr natürlich ein Problem. Das geht natürlich gar nicht. Also hier muss natürlich dasselbe stehen, wie das, was ihr hier angebt. Okay, ja, und weiter möchte ich mit euch noch nicht gehen. Wir haben hier immer noch keine Produkte. Ganz klar, das kommt alles noch, aber wir müssen noch ein bisschen weitergehen. Wir haben ja natürlich auch noch keine Möglichkeit, das irgendwie in die Datenbank anzubinden. Das kommt aber alles auch noch. Das dauert noch ein bisschen. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit erstmal Spaß gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.